Ja, und da sind wir wieder zurück hier im Gebüsch. Da sitzt ein Packy im Gebüsch. Wie finden wir das? Ich weiß es nicht. Reimt sich zwar nicht so gut, aber... voll abgehoben, die Vögel. Okay, hier drin sind auch Vögel. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Oh, ich mach voll die lauten Geräusche. Also mit meinen Füßen am Boden. Jetzt dachte ich schon, hier ist ein Hakenkreuz hier auf dem Boden, aber. Da wird er voll geschissen von den. John Wilkes Booth. Ja, ach so, den kennen wir ja, ne? So, wo lang jetzt? Links? Oh, da sitzen. Nein, da sitzen Vögel. Da sitzt einer dabei. Und da sitzt einer noch so geknickt. Na, warum so geknickt? Ey, oh, wow, wow. Oh, was zur Hölle, was zur Hölle? Ich wollte nur Hallo sagen. Was geht ab, ey. Was ist denn da los? Ich wollte. Ich. Ich wollte nur nett gucken, was da so abgeht und. Das ist eigentlich nix. Und dann. Fangen die einfach wild auf mich einzufeuern. Das muss ich jetzt sagen, das zeugt aber nicht von sonderlicher Gastfreundlichkeit. Nur mal so. Da schießt er den bösen Lincoln. Das ist der Typ, der. Ihr wisst ja, ne, wer das ist. Lincoln und so und mit John Wilkes Booth oder wie immer der heißt. So. Jetzt hat. Was ist denn das? Ach so, ach, ich bin ja hier in diesem Haus der Wächter irgendwas. Dingens. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Okay. Er brennt immer noch. Hier, seine Fingers brennen immer noch. Hot Fingers, wa? Was war das? Munition. Was fressen die da? Ist das ein anderer Vogel? Katze? Hund? Ich weiß es nicht. Ach, jetzt bin ich hier drüben. Ist hier nicht ein Geheimgang irgendwie? Normal ist doch der immer ein Geheimgang. Vielleicht muss ich ihn hier anzünden. Nein, okay. Ja, hätte ja sein können, dass ich ihn anzünden muss, oder? Wer weiß. Gut, gehen wir mal rauf. Da wartet bestimmt auch nichts an dich. Nee, da wartet bestimmt nichts, was sich auf mich freut, auf mich. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Das ist ja auch sehr interessant. Also die sind alle nicht so ganz in Ordnung hier. Die Kameraden.
So, jetzt von oben runter ballern, weil die werden wahrscheinlich gleich alle auf mich losgehen. Da gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und ich werde wahrscheinlich hier runter müssen. Ja, jetzt weiß ich nicht, soll ich die einfach kalt machen, bevor sie mich sehen? Das sind sie! Ach, bei Menschen funktioniert das wohl nicht. Okay, die haben hier auch irgendwie nur Nahkampfwaffen. Jetzt geht doch mal hier weg, bitte. Ich wollte doch mit eurem Anführer reden. Take me to your leader, so nach dem Motto. Oh! Ich habe gerne auf mein Leben geschaut, aber so schnell kann es gehen. Mein Gott, ich sterbe hier aber auch schon wieder oft. Da liegen sie doch, die ganzen Leichen. Ugh. Hölle. Oh Gott, what the fuck, hör auf! Glaubst du nicht? Komm halt jetzt! Du Spaggo. Oh, wie viel kommen denn da noch, Mann? Der eine hängt ja immer noch so komisch hier. Ich hab schon wieder kein Leben mehr. Ich brauche noch mehr HP. Gar nicht mit mir. Doch, da hinten. Schnell, hinterher! Oh, da hat es ja schon einige von den, Kameraden hier, hä? Jetzt! Bah! Okay, hier. Oh! Ist jetzt gerade runtergesprungen? Ja, der ist gerade runtergesprungen. Nein, ich habe schon wieder rechts gedrückt. Oh Gott! Gib nicht auf und ich pack auch nicht meine Waffe weg. Mein Gott. Sehr unangenehm, diese Zeitgenossen hier. Gott sei Dank liegen hier Schminkköfferchen mit Munition und Leben. Ich war der Meinung, ich hätte hier Leute umgebracht, aber die sind anscheinend runtergeflogen. Gefallen oder gesprungen. Wer weiß das schon so genau? Hier war auf jeden Fall der Anführer von der Bagage hier, aber der ist nicht mehr da. Oh. Erhöht die maximale Gesundheit. Und da? Schild. Salze. Genau, was brauche ich mehr? Gesundheit brauche ich mehr. Das ist, glaube ich, wichtig. Oh, ein Schlüssel. Optionale Aufgaben stellen Möglichkeit, wertvolle Ressourcen zu finden, die bereits erkundet, Orte erneut auf ein Schloss. Und das könnte der Schlüssel zu dieser Truhe gewesen sein. Jetzt ist nur die Frage, komme ich da nochmal hin? Also lohnt sich das, dass ich da jetzt zurücklaufe? Anschauen würde ich es mir schon gern noch. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt eh wieder da hoch. Wovon hat der große Befreier die Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit,
von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkten, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Okay. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Voll die Nazis. Also voll die Rassisten auf jeden Fall. Bevor er sich bis auf die Zähne und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuert. Her hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, wir reden über mich, ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Während ich weitere 8... Oh, das sieht ja schön aus. So einen Knopf will ich auch.